Wie viele andere biologische Vorgänge werden auch NK-Zellen reguliert. Zudem gibt es Interaktionen mit anderen Zellen. Die immunglobulinartigen Domänen der KIRs sind in der Lage, zwischen unterschiedlichen Molekülen der HLA-Klasse 1 zu unterscheiden. Zur Nomenklatur ist zu sagen, dass KIR 2 über zwei extrazelluläre Domänen verfügt, KIR 3 über 3. Das L steht dann für lange intrazelluläre Signalketten, das S für kurze intrazelluläre Signalketten. Diese sind tyrosinbasierte, entweder inhibitorische Motive oder aber aktivierende Motive, die Signale in die Zelle hinein transferieren. Auch CD94 mit seinen lektinartigen extrazellulären Domänen ist in der Lage, HLA Klasse 1 zu erkennen. Dieses Molekül kann keine Signale in die Zelle transferieren und benötigt dann entweder NKG2A mit seinen inhibitorischen Motiven oder aber NKG2C mit seinen aktivierenden Motiven. Die Interaktion der NK-Zelle mit MHC1 auf der Zielzelle bietet eine Gewähr dafür, dass nicht aus Versehen nützliche Zellen durch die NK-Zellen attackiert werden. Anders in der Situation, wo zum Beispiel auf einer Tumorzelle MHC2 herunterreguliert wurde. Dort ist es möglich, dass aus der NK-Zelle Perforin und Granzyme B freigesetzt werden, die in der Membran der Zielzelle inserieren und diese Zelle so abtöten können. NK-Zellen befinden sich zunächst in einem Ruhezustand. Die Aktivierung verlangt zunächst Interaktion einer unreifen dendritischen Zelle mit dem Antigen, das dann präsentiert werden soll. Auf der dendritischen Zelle ist ein Ligand für NKP30 exprimiert, auf der NK-Zelle NKP30, was als Aktivierungssignal für die NK-Zelle fungiert. Die dendritische Zelle selbst kann zum einen lysiert werden und trägt nichts mehr zur Funktion bei. Sie kann aber auch heranreifen, wird dabei aktiviert und exprimiert Moleküle wie zum Beispiel CD86, MHC2 und verstärkt HLA-E. Das Antigen kann mit MHC2 präsentiert und von T-Zellen über den spezifischen T-Zellrezeptor erkannt werden. Über CD28 erhält diese ein kostimulatorisches Signal. Die NK-Zelle selbst kann von so aktivierten, reifen dendritischen Zellen dann aktiviert werden und ihre Funktion ausüben. Die Aktivität der NK-Zelle wird auch durch Zytokine beeinflusst. So können aus dendritischen Zellen oder aktivierten Makrophagen Typ 1 Interferone und die Interleukine 12, 15 oder 18 zur Aktivierung beitragen. Die NK-Zelle selbst sezerniert Interferon Gamma und Tumornekrosefaktor, was dazu beiträgt, dass dendritische Zellen weiter aktiviert werden, ebenso T-Zellen, aber auch Makrophagen.
Auf der anderen Seite, mit Hilfe des lytischen Potentials, ist die NK-Zelle in der Lage, nicht aktivierte dendritische Zellen oder aktivierte T-Zellen oder Makrophagen zu lysieren.